Schönen guten Abend, ich begrüße Sie zur heutigen Pressekonferenz am letzten Spieltag der normalen Runde. Gegner war der EC Bad Tölz. Neben mir steht rechts von mir der Trainer der Gastmannschaft, Axel Kammerer. Herzlich willkommen in Sonthofen. Und links unser Trainer Heiko Vogler. Bevor beide Trainer zu Wort kommen, ganz kurz die Ergebnisse des heutigen Spieltages, soweit sie feststehen. Landshut Peiting 3:0, Waldkraiburg unterliegt zu Hause Lindau 0:6, Selb Regensburg, da steht es momentan 7:7, Deggendorf Weiden 5:1, Höchstadt Schönheide 5:2 und der ERC Sonthofen gewinnt schlussendlich gegen die Tölzer Löwen, gegen den Tabellenzweiten mit 3:2. Wir lassen als erstes unseren Gasttrainer zu Wort kommen, was er zum heutigen Spieltag oder zum heutigen Spiel zu sagen hat. Herr Kammerer, Sie sind wirklich Tabellenzweiter. Tolle Mannschaft, tolle Leistung von Ihrem Team. Was sagen Sie zum heutigen Spiel? Guten Abend. Ich gratuliere Heiko und seiner Mannschaft zum Sieg. Über 60 Minuten würde ich sagen, auch zum verdienten Sieg. Wir haben natürlich schon eine schwierige Phase, muss ich auch vorausschicken, weil wir haben jetzt 4 sehr wichtige Spieler fehlen uns und auch der Jordan Baker, der ist um 6 heute wirklich vom Flughafen hier angekommen. Es waren schwierige Umstände heute für uns, soll aber jetzt keine Ausrede sein, aber wir haben natürlich schon irgendwo mit dem letzten Aufgebot gespielt, also gerade im Offensivbereich, und dann sieht man halt auch wieder, da muss ich jetzt schon auch mal was sagen, also die Krankheit vom deutschen Eishockey. Sonthofen hat nichts Verbotenes gemacht, aber die holen Förderlizenzspieler von 3 verschiedenen Mannschaften. Also das ist natürlich schon auch sehr fragwürdig, muss man sagen. Also ich meine, klar, das sind seine Regularien, aber so ist es. Und zum Spiel jetzt, wir waren heute nicht so bissig. Wir haben anfangs zu viele Fehler auch gemacht und Sonthofen wollte den Sieg auch mehr. Andererseits muss ich auch schon auch sagen, Sonthofen hat eine sehr gute Mannschaft. Also das ist dass sie so weit hinten sind oder dass sie nur Achter sind, ist halt auch dem schlechten Saisonstart geschuldet, aber das ist eine gute Mannschaft. Und das habe ich immer schon gesagt und das hat sich heute wieder bewahrheitet. Wir selber, wir haben, wie schon gesagt, wir waren nicht so bissig, wir haben zu viele Fehler gemacht, wir waren nicht so konsequent in den Aktionen. Und wir haben auch dann im letzten Drittel ein bisschen umgestellt, haben wir besser gespielt. Da wäre es auch noch möglich gewesen, den Ausgleich zu schießen oder vielleicht sogar auch noch das Führungstor. Aber momentan haben wir auch Probleme beim Toreschießen. Wir haben nicht die Schussqualität, nicht den Biss letztendlich die Tore zu machen. Und dann ergibt sich letztendlich so ein Ergebnis. Nochmal, ich denke, dass ein verdientes Ergebnis war. Dankeschön. Danke, Herr Kammerer. Ich glaube, das ist ein Applaus wert, was der Trainer der Gastmannschaft gesagt hat. Heiko, die großen Mannschaften scheinen uns zu liegen. Wir haben heute, glaube ich, eine klasse Leistung gebracht. Die Mannschaft gekämpft ohne Ende, wie schon die letzten beiden Spieltage und so weiter. Was sagst du zum heutigen Spiel? Ja, erstmal schönen guten Abend. Dankeschön, Axel. Ja, ich denke, wir haben heute über 40 Minuten, sage ich, richtig gutes Eishockey gezeigt. Dann haben wir leider die letzte 20 Minuten nicht mehr das Eishockey gezeigt, was wir eigentlich spielen können. Ja. Somit hat dann Tölz da den Druck etwas erhöht. Ich musste dann auch da in der 10. Spielminute eine Auszeit nehmen und habe dann ganz klar gesagt, entweder ihr spielt jetzt wieder das Eishockey, was wir die ersten 40 Minuten gespielt haben, dann gehen wir hier als Sieger vom Eis. Und wenn wir jetzt weiterhin 10 Minuten so Freestyle-mäßig spielen, dann kann es sein, dass es hier ganz schnell 3-4 steht für Tölz. Ich möchte mich bedanke, auf Förderlizenz hin, Förderlizenz her. Ich möchte mich da nochmal heute ausdrücklich bedanken bei dem Mike Stewart, dass er mir heute da 3 Spieler zur Verfügung gestellt hat. Besonders freut es mich für den Marco Sternheimer. Der kommt hierher, spielt sein erstes Seniorenspiel, haut hier gleich 2 Buden rein. Also das ist alle ehrenwert. Und natürlich auch den Bietigheim Steelers, dass die uns die Spieler zur Verfügung stellen. Ich denke, wir haben gezeigt, dass wir eisige Spieler können. Ich schätze es auch sehr von dem Axel Kammerer, der ist ein Mann mit eisigem Sachverstand. Der hat es am ersten Spieltag schon gesagt und auch beim zweiten Spiel in Tölz, dass der ERC Sonthofen eine gute Mannschaft hat und er es nicht versteht, warum wir dahinter drin sitzen. Wieso, weshalb, warum? Das ist jetzt vorbei. Jetzt zählt es am Sonntag in Lindau, strukturierte Arbeit an den Tag zu legen. Wir müssen uns darauf fokussieren und dann, denke ich, haben wir gute Karte. Ja, danke, Heiko. Ich glaube, Herr Kammerer, vor der oder nach der Hauptrunde, wenn Sie das im Vorfeld der Saison gesagt oder gehört hätten, 2. Platz, souverän, ich glaube, das hätten Sie locker unterschreiben können.
Und ich glaube, ihr habt auch eine sehr, sehr gute Nachwuchsarbeit, auf die ihr zurückgreifen könnt. Ihr habt heute viele junge Spieler dabei gehabt, die aus dem eigenen Bereich kommen. Jetzt geht es für euch natürlich in die nächste Runde. Und wie ist Ihre Zielsetzung oder mit welcher Maßgabe gehen Sie jetzt in die nächste Runde? Was wollen Sie noch erreichen? Ja, zum Punkt 1. Also man klar, ich hätte es wirklich unterschrieben, dass wir, wenn einer gesagt hat, wir wären Zweiter am 13. Januar. Also für uns ist wirklich diese Vorrunde oder diese, ja, oder die, ja, doch Vorrunde sehr gut gelaufen. Also und auch, wir haben auch sehr gut gespielt, das muss man auch ehrlich sagen. Also wir haben, das war heute die erste Niederlage seit, ich glaube, 18. November. Also richtige Niederlage, wo wir gar keinen Punkt geholt haben. Also wir haben wirklich sehr viele Punkte in letzter Zeit geholt. Wir waren wirklich, immer auch zur Mannschaft gesagt, oder das Wichtigste ist ja, dass wir uns entwickeln. Und wir haben uns wirklich von Monat zu Monat sehr gut entwickelt. Was sind jetzt die Ziele weiterhin? Ja, für uns ist wirklich jetzt einmal banal gesagt, wir müssen schauen, dass wir wieder komplett werden. Also die Diagnose beim Florian Strobl ist jetzt Gott sei Dank nicht so schlimm. Also Bandanriss, also er wird auch bald wieder zurückkehren. Aber natürlich haben wir zwei Spieler mit Gehirnerschütterungen. Man weiß nie genau, wie die wieder zurückkommen. Die brauchen wir, gerade im Offensivbereich. Mei, was soll ich jetzt sagen? Also wir gehen in jede Spur, wie der Heiko wahrscheinlich her, wir wollen es einfach gewinnen. Also ich will jetzt auch gar nicht so einen großen Druck der Mannschaft irgendwo auferlegen, weil die Hölz ist eine Eisergestalt und da ist von Haus aus immer eine hohe Erwartungshaltung. Ich sage jetzt mal, den dritten Platz wollen wir auf jeden Fall verteidigen, also oder unter den ersten dreimal und da müssen wir jetzt schauen, was noch geht. Und dann im Playoff greifen wir voll an. Heimrecht. Ja, natürlich. Also das ist ja klar, so wie wir momentan stehen, wollen wir das Heimrecht auf jeden Fall. Ja gut, das ist natürlich vollkommen in Ordnung, das kann ich auch voll verstehen. Heiko, bei uns sieht es ein bisschen anders aus. Wir haben am Sonntag genau das Spiel, was eigentlich wir nicht so unbedingt wollten. Wir haben 38 Punkte, die Lindauer 36 und Hillstatt 36. Es kommt also in Lindau zu dem Spiel, was glaube ich... der Oliver Seliger mit seiner Tabelle nicht hätte besser machen können oder sowas, ja. Ja, eine ganz schwere Aufgabe. Kurzer Ausblick dazu. Wie gehen wir es an? Wie gehen wir es an? Wir werden genauso so auftreten, wie wir gegen Tölz aufgetreten sind, ja. Wir brauchen uns vor keiner Mannschaft Verstecke. Ich habe gesagt, wir können eisige Spiele und das werden wir versuchen, am Sonntag 16 Minuten lang in Lindau einen Tag zu legen. Und ja, Angst brauchen wir keine haben. Respekt, ja, aber wir werden da Vollgas geben. Danke und eine klare Aussage. Gut, von der Presse, gibt es von der Presse Fragen an die beiden Trainer? Von der Tölzer Seite? Alles ist in Ordnung? Gut, wenn alles in Ordnung ist, dann sage ich unseren Gästen eine gute Heimfahrt. Ich weiß nicht, ob wir uns nochmal wiedersehen. Das entscheidet sich am Sonntag. Kommt's gut nach Hause bei dem Wetter. Und wenn wir vielleicht uns nochmal sehen, vielleicht schneit es wieder. Ich weiß es nicht. Ich wünsche unseren Fans einen schönen Abend noch. Und das nächste Heimspiel ist auf alle Fälle, egal was passiert, am kommenden Freitag. Egal was ist, ob das die nächste Runde ist oder ob das die andere Runde ist, die wir eigentlich nicht unbedingt wollen. Es ist am Freitag. Schönen Abend und unterstützt uns. Ich habe den Spielplan schon gesehen. Ich denke, dass wir uns am Sonntag in Tölz sehen. Ich wollte es nicht so laut sagen. Nein. Okay. Ja, schönen Abend. Danke. Ich wollte es nicht sagen.